Danke, Frau Landesrätin, für Ihre Replik, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich danke allen, die hier Wort ergriffen haben, denn ich glaube, das ist schon ein Zeichen, wenn in diesem Landtag von allen Fraktionen der Opposition, die sich zu Wort gemeldet haben, hier eine Unterstützung gegeben wird zum Inhalt dieses Antrags, der klar unsere Kulturlandschaft, unsere gemeinsame Landschaft, in der wir uns bewegen, in der wir leben, schätzen und fördern wollen. Und ich danke ganz besonders auch Kollegen Urzi, dass er auch, ich interpretiere das jetzt auch so, dass auch ein Vertreter der italienischen Volksgruppe hier Elemente, die eigentlich sehr draußen und in der Regel, sage ich einmal, auch von der bäuerlichen Welt vor allem geprägt werden, hier diese Sensibilität da ist und dieses Verständnis da ist und dass das heute so klar zum Ausdruck gekommen ist. Deswegen danke und wirklich ein Erfolg für die Landschaftspflegebeiträge, für das Bewusstsein, das hier heute zum Ausdruck gekommen ist. Und ich könnte mich freuen, wenn die Landesrätin sagt, sie hätten das bereits über die Bühne gebracht und hätten das bereits beschlossen. Und trotzdem fühle ich mich nicht gut, sondern mir geht's schlecht. Heute auch über Mittag. Ich sage das ganz offen und da kann Kollege Lanz und andere lachen. Es gibt Sachen, die ich einfach nicht mag. Und ich bin auch jemand, der offen spricht. Wenn zu mir hergegangen wird und gesagt wird, entweder lässt du einen SVPler unterschreiben, dann nehmen wir diesen Beschlussantrag an. Wenn du es nicht machst, dann lehnen wir ihn ab. Und als Ausrede, um nicht danach dagegen die eigenen Leute in die Bredouille zu bringen, sagen wir, wir würden es eh schon machen. Der Sache ist damit gedient, das ist schon klar. Nur was hier für ein Bild abgegeben wird, ich sag's wie es ist, es kotzt mich an. Ich habe in den letzten 2 Wochen 2 Schulklassen, durfte ich hier führen, den Landtag erklären, die politischen Abläufe erklären. Ihr zwingt mich zum Lügen, denn ich bring's den Kindern nicht übers Herz, ihnen solche Sachen zu erzählen, die ihr heraufführt. Das ist kein Wettbewerb der Ideen. Das ist keine Zusammenarbeit von erwachsenen Leuten. Was ihr hier macht, wisst ihr, was das ist? Das ist Politik der 80er Jahre. Die passt ins letzte Jahrhundert, aber nicht hierher. Es wird nicht darauf geschaut, auf den Inhalt, sondern es ist wichtig, dass eine SVP-Unterschrift darunter steht. Dann wäre dieser Beschlussantrag heute durchgegangen. Und ich muss euch sagen, wir reden dann aus derselben Fraktion, kommen dann die Vorschläge politische Kultur, politische Bildung mit dem Bus hinausfahren zu den Leuten, um die Wertschätzung, die Diskussionskultur, den Wert, die Pluralität der Parteien und des Landesparlamentes aufzuzeigen. Ein Landeshauptmann, der in seiner Regierungserklärung sagt, ich reiche euch allen die Hand zur Zusammenarbeit. Ein Fraktionssprecher. Und ich habe diesen Antrag am 30. August eingebracht. Der liegt also schon seit einer geraumer Zeit auf. Bei der Fraktionssprechersitzung vor 16 Tagen habe ich gesagt, wir ziehen diesen vor. Es war der SVP-Fraktionssprecher am Tisch. Es sind die Bauernvertreter dabei im Präsidium der SVP. Keiner hat gesagt, hier müssen wir noch darüber reden oder lasst uns unterschreiben oder machen wir es gemeinsam oder werten wir irgendwas auf. Denn ich bin immer zu einer Zusammenarbeit bereit. Aber nicht um 5:05, während der Landtagswoche auf einmal im letzten Moment sagen, lass einen unterschreiben, der Volkspartei, dann geht's durch und sonst nicht. Ja, wo sind wir denn? Haben wir so viel Charakter, uns offen zu begegnen oder nicht? Und es kommt für mich noch eines dazu. Wir haben heute eine außerordentliche Fraktionssprechersitzung gehabt, wo es darum gegangen ist, weil schon wieder ein Landesrat es versemmelt hat, rechtzeitig ein Gesetz einzubringen, die Zeiten einzuhalten, wo sehr viele der Opposition gesagt haben, ja, wir kommen entgegen, das werden wir pragmatisch lösen und auch außerhalb der Geschäftsordnung das zulassen. Und das ist die Art der Zusammenarbeit, wie sie eigentlich bei vernünftigen Leuten auch stattfindet. Und ihr macht solche Spielchen da.
damit euch irgendeine Zacke nicht aus der Krone fällt, damit persönliche Befindlichkeiten oder irgendwas befriedigt sein. Diese Art der Politik ist es, die Leute draußen nicht verstehen und von der sie genug haben. Und ihr schadet damit uns allen. Wer nimmt denn dieses Parlament noch ernst, wenn ihr euch so aufführt?